Wir gehen allerdings jetzt, was die Dramatik angeht, in eine völlig neue Ära. Ja, in eine ganz andere Phase. Ja. Kaum zu toppen, Rolf Scheider in Berlin auf Spritztour. Und zwar auf einer besonderen Spritztour. Wir haben uns überlegt, diese Rubrik nennen wir auf Spritztour mit einem Pariser. Bedeutet, Rolfe lädt sich in sein Auto, ein französisches Auto, einen prominenten Gast ein. Ja. Und die unterhalten sich ein wenig. Weil Rolfe dreht am Rad. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Jetzt die Auflösung. Bonjour et salut, Rolf Scheider. Der Fast-Franzose lädt ein zur Spritztour mit einem Pariser durch Berlin. Im alten Citroën wird geplaudert mit einem Promi. Doch nicht über irgendwas, das Themenrad entscheidet. Heute hole ich den Schauspieler und Gastronomen Per Kussmark ab. In seinem Restaurant La Raclette. Voilà, er wartet schon auf mich. Und wir werden eine ganz tolle Spritztour machen. Ne? Allez, Per, voilà. Der gebürtige Berliner liebt Frankreich und freut sich auf die Spritztour, auch wenn er keine Ahnung hat, wohin es geht. Rolfe! Oh. Bist du fertig? Ey, ich muss auch jemand mitbringen. Allez, wen denn? Ne? Mein Talisman, Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul. Wenn wir eine Reise nach Frankreich machen, darf natürlich das französische Wappentier nicht fehlen. Le coq français. Le coq français. Haben wir dann Platz noch im Auto? Natürlich, dir, komm, ja? Den nehmen wir mit. Alles klar. Schließ so. Ab. Ich schließ ab und ich warte auf dich. Ja? Okay, ein Hahn war zwar nicht eingeplant, doch der blinde Passagier darf mit an Bord. Es kann losgehen, ne? Allez. Fast. Vorher gibt das Rad noch das Gesprächsthema vor. Voilà, voilà, voilà. Hop, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. Liebe. Und dahinter ist eine Gretchenfrage versteckt. Okay. Diese heikle Frage muss Rolfe seinem Gast heute noch stellen. Wie war dein erstes Mal? Oh la la, pikant. Viel Spaß, ihr zwei Turteltauben. Wir reden über Liebe. Heute unser Hauptthema. Bist du verliebt? Oh ja, ich bin sehr, sehr glücklich gerade. Seit anderthalb Jahren in einer Beziehung. Mit Julia und die hat einen kleinen Hund, der heißt Romeo. Also von daher sind wir schon eine kleine Familie und das ist eine ganz, 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 ganz traumhafte Frau und wir haben eine wunderbare Zeit gerade. Hattest du schon mal so richtig Liebeskummer? Oh ja, ich kann mich erinnern, da war ich glaube ich 16 oder 17, als ich das erste Mal unglücklich verliebt war und die Frau partout nichts von mir wollte, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und dieser Schmerz, da denkst du ja wirklich, es ist alles egal irgendwie. Also wenn jetzt die Welt untergehen würde oder das wäre alles nichts dagegen irgendwie, wenn du was dafür tun könntest, mit dieser Frau zusammenzukommen. Ja, das kennt sogar Pfarrer Jan, der sonst eigentlich keine Miene verzieht. Aber was kommt bei Frauen an? Ich glaube, dass Frauen also auch lustige Typen ganz gut finden. Also, naja, guck dir mal die Typen an irgendwie. Also Oliver Pocher ist jetzt auch nicht wirklich der hübscheste auf Gottes weiter Erde irgendwie, aber der hat ja immer die tollsten Frauen irgendwie, ne? Weil er halt einfach so überlustig ist. Hat er sich also die Frauen sprichwörtlich angelacht? Egal, wir sind am Ziel. Ja, du wunderst dich natürlich, warum wir hier sind. Ja, das wundert mich in der Tat langsam, Rolf, wenn du mich hier hingeschäppt hast. Das französische, wie sagt man, Besetzungsviertel, da waren die französischen Truppen. Ah, die Franzosen waren hier stationiert. Schön ist es hier. Oder war es mal. Ein altes Stück Frankreich und genau richtig für eine Weinprobe. Mit Hahn. Man muss es sich nur schön machen. Bleibt nicht mehr viel übrig von Frankreich, aber wir sind auf der Avenue Charles de Gaulle. Das muss man sich mal geben. Mitten in Berlin sitzen wir auf der Avenue Charles de Gaulle. Ja, das ist halt ein relativ einfacher Landwein. Hast du jetzt nicht allzu viel ausgegeben, nur. Was war das, 3,50 €? Ja, das war jetzt. Ja, da weiß man auch, wo man steht bei dir, Rolfe. Dafür vielen Dank hier. Den letzten Fuß hat er angeschleppt. Ich glaube, es trieselt, mein Freund. Nach einer halben Flasche ist der gar nicht mehr so schlecht, der Wein. Oh. Ja, trink du noch mal ein bisschen. Oh, der kratzt ja im Mund. Ich habe ja noch die Gretchenfrage für dich. Wie und mit wem war dein erstes Mal? Das ist einmal. Kannst du dich daran erinnern? Ja, aber wer erinnert sich nicht an sein erstes Mal? Das erste Mal war wirklich die größte Katastrophe meines Lebens. Die Eltern von ihrer Freundin waren im Urlaub. Und dann haben wir uns quasi getroffen in dem Haus der Eltern ihrer Freundin mit ihrer Freundin und ihrem Freund. Also waren wir quasi zu viert. Ja. Naja, und
Dadurch, dass man natürlich wusste, da eins drüber liegt die Freundin irgendwie mit dem Freund irgendwie und sie probieren auch gerade irgendwie das erste Mal in irgendeiner Form hinzukriegen. Wir haben uns auch selten dämlich angestellt und es endete dann in einem riesigen Lachkrampf. Beide Paare hatten keinen Sex an diesem Tag irgendwie. Ach, wer kennt das nicht? Dafür hatten wir eine Menge Spaß mit Per Kussmark. Und bevor die Flasche leer ist, überlassen wir Rolfe das letzte Wort. Toll, du warst ein toller Gesprächspartner hier in unserer Spritztour. Wir sitzen hier im französischen Viertel und freuen uns des korsischen Weines. He? Ich sag nur noch, santé. Ja? Vive la France. Vive la France. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.